Herzlich willkommen zum Uncharted 2 Review auf Review.de. Mein Name ist Madcow und wir steigen einfach mal direkt ins fünfte Kapitel des Spiels ein, in dem ich euch ein bisschen das Spiel beibringen will. Das ist hier Nathan Drake, der Protagonist des Spiels, in einem bombastisch inszenierten Action-Adventure, das in der Verfolgerperspektive gespielt wird. Ja, hier folgt eine Action nach der anderen. Jetzt muss ich erst mal diesen Truck fliehen. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus der E3-Demo. Da musste man auch vor diesem Truck weglaufen. Kann natürlich während des Laufens glücklicherweise schießen. Das hat mal gut geklappt. Kurze Verschnaufspause. Naughty Dog ist der Entwickler. Die haben schon für PlayStation Crash Bandicoot entwickelt und Jack and Dexter. Also die wissen, wie man sich quasi im 3D-Raum bewegt und haben den ganzen noch eins draufgesetzt und eine bombastische Hollywood-Inszenierung dahinter gesetzt. Butterweiche Animation und ein gutes Kampfsystem. Die Story ist dermaßen, dass Nathan Drake von seinem Kumpel, Anführungszeichen Kumpel, auf die Idee gebracht wird, sich auf die Suche zu geben nach einer magischen Öllampe und dort dann herausgefunden wird, okay, diese magische Öllampe birgt einen Hinweis auf die verloren gegangene Flotte von Marco Polo und damit auch auf einen sogenannten Chintamani-Stein, der ziemlich wertvoll zu sein scheint. Den mach ich jetzt kurz mal platt. So, nachladen, so, der gute Nathan lässt in bester Actionheld-Manier keine Gelegenheit aus, einen lockeren, trockenen Spruch von sich zu geben, so, aufsammelbare Gegenstände leuchten, so, dann machen wir mal weiter. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Grafik bombastisch ist, wie so alles andere in diesem Spiel, boom! So auch die Toninszenierung. Wobei der Soundtrack ist stimmig, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also ich würde den Soundtrack an sich jetzt nicht so hören wie so viele andere Game-Soundtracks. Er ist gut, aber seine Sache dienlich. So. Nathan ist natürlich auch ein exzellenter Kletterer. Als Archäologe. Ja, nicht Archäologe, als Schatzsucher. Muss man das auch natürlich sein, wenn man durch irgendwelche Inka-Ruinen und hast nicht gesehen und Paläste kraxeln will. Na komm. So. Die ganze Kletterei und alles geht auch wirklich flüssig von der Hand. Hier fällt alles aneinander. In Nepal, wo wir gerade sind. Weil der gute Kontrahent, Lazarevich, ein Kriegsverbrecher, mit seiner Armee alles hier verwüstet hat. Was auch von Naughty Dog stimmig inszeniert worden ist. So. Toll eingepackt. Die Kommentare von ihm sind der Burner. Also, man könnte echt meinen, man guckt jetzt hier gerade in den Indiana Jones Film. Zack, hier rüber. So. Der Vergleich mit Tomb Raider kommt nicht von irgendwo her, aber es ist besser als Tomb Raider. Oh nein. So, darüber. Natürlich auch die Gegner, wenn sie einen nicht sehen, von hinten leicht einfach sozusagen ausschalten. Jetzt muss das Gewehr jetzt hin, was schon wollte. Na gut. Gehen wir da rüber. Hutsch. Dann hier lang. Die Kletterei geht, wie gesagt, leicht von der Hand, alles flüssig. Man hat keinen Moment lang das Gefühl, irgendwie jetzt da wie so ein Panzer durch getriggerte Gegner zu laufen. So, die Knarre ist doch ganz gut. Das Einzige, was ist das Deckungssystem, ist ein bisschen komisch. Also hier zum Beispiel kann ich jetzt nicht an Deckung gehen, sondern muss hier hin. Und dann triggert das. Und immer viel zu oft drücke ich, anstatt mich mit Rot zu lösen, dann wieder eine Rolle wegzumachen, drücke ich dann einfach dann den hier. Ach. Und dann macht er dann immer so einen Sprung dagegen. Ach, das ist vertragbar. Man muss sich halt echt einfach reinfinden in das Deckungssystem. So, die wollen wir mal schnell ausschalten. Auch. Die Gegner sind leider allesamt ein bisschen. Jetzt haben die mich schon so früh gesehen. Was ist denn da los? Ist ja nicht gut.
Deckung bleiben. So. Über die Granaten rum. Ich kann natürlich auch Granaten nutzen. Was die können, kann ich ja schon lange. Das machen wir jetzt auch gerade noch. Das macht man einfach mit der Schultertaste. Oder je nachdem, wie es die Steuerung dann vorsieht. So, ich kann den doch auch hier. Hallo. So. Was ein bisschen blöd ist, wenn man in Nahkampf verwickelt ist, muss man echt aufpassen. Da man ja trotzdem noch einen auf einen geschossen wird. Das ist manchmal echt ärgerlich. So, ich bin auch kalt. Komm her. So, der ist hin. So, er ist da hinten unterwegs. Ist auch weg. Jetzt schmeißen die natürlich ihre Granaten in die Säcke. Hilfe. Ah, da kommt einer mit dem Einsatzschild, das ist nicht gut. Aber, die Nepalesen haben ja eine Vorliebe fürs Campingkochen scheinbar. Zack, hier hoch. Aufsammeln. Munition aufladen. Ist noch jemand? Da ist jemand. Ausräuchern. Also die sind weg. Weißt du was? Dann mache ich mich jetzt hier runter. Such mir das Einsatzschild. Haha. So, jetzt kennt ihr mich nämlich mal. Bam! So. Können sie mal kommen mit was auch immer wollen. Okay, was jetzt? Holy shit. Das ist natürlich eine Nummer stärker. Autsch, 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 autsch. Machen wir erstmal vor. Dass wir aus dem Schussfeld des Maschinengewehrs kommen. Ich finde, das Einsatzschild hilft uns dann natürlich bei. So, jetzt können wir den natürlich. Ah! Ihr Granatensäcke! Hilfe! Wo ist mein Schild? Ach, dein Schild. Ja, Gott. Weg! Weg! Oh, was jetzt? Ah, da hat mir wohl geholfen. Ah, Chloe. Eine der Schnittspielercharaktere, die euch im Spiel begleiten und auch in manchen Missionen helfen. Naja, weil er es einfach. Sehr hübsch anzusehen, die gute Frau. Gute Kurven. Da macht sich das Anti-Aliasing mal bezahlt. die meinen, haben auch schon mal was miteinander. Aber es gibt auch noch andere Charaktere, die auch durchaus erwähnenswert sind. So auch der gute Sully, so ein Kumpel, den schon ein anderer aus dem ersten Teil kennt. Der dreht nämlich auch wieder auf die Bildfläche. Aber das Ganze wollen wir skippen, wir wollen nicht zu viel Story machen. Und an dieser Stelle kommen wir mal zu meinem Fazit. Das Spiel hat mir in den 8 Stunden, 10 Stunden, wo ich gezockt habe, einen Heiden Spaß gemacht. Also die Story, ich wollte immer weiterverfolgen, was da passiert. Also es zieht einen richtig schön rein. Hat auch einen großen Wiederspielwert, da man im Verlaufe der Mission halt Schätze sammelt und dort auch Geld damit gewinnt. Mit diesem Geld kann man sich dann zusätzliche Kostüme freischalten, die man dann für spätere Durchläufe anziehen kann. Leider immer nur mit der Stimme von Drake. Oder man kann tolle Filter einsetzen, sodass es schwarz-weiß ist, Sepia oder so einen ganz coolen Look, alles hast du nicht gesehen, dass man unendlich, also man kann Cheats freikaufen, allerdings sind nur einsetzbar für die Schwierigkeitsgrade, die man schon durchgespielt hat. Oder man kann für den Multiplayer sich zusätzliche Waffensets kaufen und. Also ein Haufen Zeug. Kommen wir noch zur Sprache, was auch super ist, ihr könnt 5 Sprachen auswählen. Also ihr könnt sogar Holländisch euch das ganze Spiel geben. Dann babbeln die Jungs Holländisch. Ich habe mir das mal eine Mission lang gegeben. Es ist großartig, wenn sowas einem dann angeboten wird. Großartige Titel. An dieser Stelle, wenn wir noch Zeit haben, blende ich vielleicht noch ein paar kurze Sequenzen aus dem Multiplayer ein. Definitiv für jeden PlayStation 3 Besitzer. Ein Kauf wert, also da kann man blindlings zuschlagen bei dem Spiel. Mich hat es eigentlich auch zum PS3-Kauf getrieben. Gut, damit man lag auch vielleicht der günstige Preis zu dem Zeitpunkt, aber das Spiel war doch eigentlich fast ausschlaggebend dafür. Also so viel sei dazu gesagt.
Das sollte euch genug sagen über das Spiel. Guckt es euch an. Vielleicht auch den ersten Teil. Den werde ich mir auch bei Gelegenheit irgendwann mal günstig mal besorgen und dann mal reinschauen. Der sollte nicht ganz so gut sein wie der. Aber wenn er nur halb so gut, alles halb so gut macht wie der Teil, ist es immer noch ein grandioser Titel. Das war Madcow mit dem Review zu Uncharted 2 und wir sehen uns demnächst wieder.